Hey ho und willkommen in der wunderbaren Welt von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, ihr genießt die Reise genauso wie ich und dann viel Spaß. Gucken wir doch mal rein. Dann mal los. Wollen wir ja nicht so sein. Schleuder interessiert mich irgendwie nicht wirklich. Ja, Kriegsbogen. Scharfschussbogen, Kriegsbogen. Verursacht wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf sorgen. Kann modifiziert werden, ja, ist klar. Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf. Wenn es auf Präzision ankommt, kann modifiziert werden. Der interessiert mich eigentlich tatsächlich mehr. Der Scharfschussbogen. Ich weiß noch nicht, was ich gerade einstecken habe. Ah, Moment. Kaja Jägerbogen. Handhabung 80. 1925. 1525. Okay. Handhabung 20. Dafür aber der Schaden um einiges höher. Ja. Bin ich mir doch recht unsicher. Outfits, oh. Mhm. Doch schon sexy. Was habe ich denn für ein Outfit an? Gewöhnlich. Ja, das macht absolut nichts. Okay, sind gar nicht so teuer. Wurde hergestellt, um Elementen zu trotzen. Und hat sich in den Extrembedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Aha. Ja, Elementwiderstände plus 5 jeweils. Also nicht viel halt. So, dient zur Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen oder zu hören. Ah, ja, okay. Mhm. Nora-Beschützerin. Rüstung einer Nora-Kriegerin für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Okay, die schützt mich halt, wenn ich mal so ordentlich einen verpasst kriege. Was halt wahrscheinlich ist, zumindest. Stille Nora-Jägerin in Mittel. Diese Kleidung, die in zur Tarnung erschwert ist. Ja, die macht halt 20, alles klar. Und die halt nur 10. Kostet aber auch dementsprechend ein ganzes Stück mehr. Aber die würde mich schon irgendwie interessieren. 65 und 5 Zünder. Ja, ausrüsten. Nora-Beschützerin leicht. Outfit ausrüsten? Ja, ausrüsten. Okay. Kann ich das hier verkaufen? Nein, weil es die Standardrüstung ist, damit ich eine habe. Okay, okay, okay. Was haben wir noch? Rohstoffe. Mhm. Schade, dass das nicht. Was ist eigentlich ein Paket mit 200 Reinholzstücken? Interessant. Ich habe, glaube ich, kein Reinholz. So. Fallen und Tränke interessieren mich eigentlich überhaupt gar nicht. Muss ich mal so sagen. Munition interessiert mich jetzt auch nicht wirklich so sehr. Schatzkisten, Gratisprobepaket. Danke. Zurückkaufen, nein. Verkaufen, Rohstoffe. Ich habe eine ganze Menge Stuff.
Schweineknochen. Ja, ja. Ja, es bringt halt alles. Alles nix. Was habe ich hier? Oh, doch. Das ist ein Reinholzpaket mit 200. Ja. 250 Reinholz. Okay, Reinholz habe ich offensichtlich doch ziemlich viel. Hätte ich nicht kaufen müssen. Knochiges Fleisch. Schnellreisepaket. Fettes Fleisch. Ich brauche aber reichhaltiges Fleisch. Reichhaltiges Fleisch. Okay, okay. Habe ich sogar 5 mittlerweile. So, Waffen verkaufen ist ja Quatsch. Ja, Stolperfalle. Ich heb die halt auf. Outfit geht nicht. Mods verkaufen könnte ich theoretisch. 5 Schaden. Plus 11% Abriss. Plus 7% Abriss. Okay, dann würde ich die hier mal verkaufen. So, 22 Schaden und 7 Handhabung. 5 Schaden. Ja, okay. Plus Feuer. Plus Verderbnis. Oha. Plus Verderbnis, Handhabung und Schock. Okay. Und nur Handhabung. Okay. Den Kram kann ich eigentlich mal verkaufen. Das brauche ich nämlich nicht. Genesungstrank stellt Gesundheit vollständig wieder her. Ein starker Trank aus den Tierextrakten, der nach der Einnahme vollständig wiederhergestellt und heilt. Ja, okay, könnte man als Notfall stehen lassen. Schockfalle. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie verursacht keinen Schaden, löst aber Schockfalle. Ja, Schockfalle. Weg damit. 150 Gesundheit. Ja, weg damit. Den hier würde ich, also den Genesungstrank würde ich einfach mal aufheben. So, 7 von 20, 2 von 11, 3 von 5, 27 von 30. Das ist schon mal gar nicht so gut. Und den Kram hier kann ich nicht verkaufen. Das Reinholzzeug. Okay. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bist du Kriegerin. Aber na klar. So, ich hatte hier aber noch was gesehen, da oben. 2 Vorratskisten. Er ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich will so. Mal herkommen. Danke. Da. Grün. Eine versteckte Kiste. Ich bin ein bisschen begeistert. So, wir schauen mal. Das haben wir ja. Rohstoffe. Ja, ja. Ne, das kennen wir ja. Wir machen mal kurz den hier, damit wir neue Sachen mal so ausklammern können. Halten zum Entfernen. Ja, ne, ist klar. Wo ist denn dieser Holzstapel? Also nicht da. Reinholz. Aber dieser Reinholzstapel ist nicht da. Interessant. Schatzkiste. Gewöhnliche Belohnungskiste. Das ist wahrscheinlich... Ah ne, das ist die gerade. Gewöhnliche Belohnungskiste. Inhalt anzeigen. Metallscherben. Metallgefäß, Lohe, Schnellreise und nochmal Gesundheitstrank. Ja, na klar. Gratisprobe.
Genesungstrank, okay. Scherbenspielkiste. Ja. Ja, danke. Modkiste. Waffenspule. Okay. Haben wir. Dann haben wir die Energiezelle und die Metallblumen. Ja, Gesundheitstrank, Genesungstrank. Ich würde die Gesundheitstränke gleich nochmal verkaufen. Ich wüsste gern, warum das hier nicht angezeigt wird. So, und hier haben wir nochmal, was haben wir denn gekriegt für einen Mod? Ist das der hier gewesen? Aber den hatte ich doch schon. Hm. Tja. Sägezahnherz, Wächterherz, alles klar. Ich glaube, mir wird gerade noch nicht wirklich alles angezeigt. Ich habe 3 Punkte übrig. Da könnte ich doch eigentlich hier direkt machen. Obwohl das hier auch relevant wird langsam. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Kapazität des Magazinbeutels. Fallen und Stolperträte können entschärft und erneut verwendet werden. Das interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Aber das hier mit den Mods, das ist halt wichtig. Aber das hier wird auch sehr schnell jetzt wichtig. Katsching. Dann haben wir nämlich das schon mal. Und dann würde ich hier mal runtergehen. Das hier ist zwar eigentlich auch wichtig, um mehr zu bekommen, aber ich brauche auch das mit den Mods. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Genau. Das hätte ich nämlich sehr gerne. Hier was Neues? Ja. Den Sägezahn. Mhm. Das hat sich da gelohnt. Ich bin zufrieden. Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir machen nochmal kurz einen Boxenstopp beim guten Händler. Hallo, ich nochmal. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Ja, ich wette nicht. Gehen wir nochmal auf Verkaufen und gehen hier drauf und hauen mal die raus. Sehr schön. Wie gesagt, Genesungstrank. Bis zum nächsten Cast. Viel Glück. Genesungstrank zur Sicherheit. Lassen wir den drin. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Ja, die Geschichte haben wir uns doch schon angehört. Mir nichts zu befehlen. Weiter oben sieht sie mich nicht. Wirklich. Immer will ich was vor. Gebt alles. Ja, yeah, das will ich sehen. Ja, ganz nett. Ich will tanzen. Da ist Tape. Ich hab schon besser. Lagerfeuer. Das kenne ich aber schon. So, dann gehen wir mal zu Tape. Hey Leute! Du bist es, oder? Hier drüben! Ja, ich bin's. Hi. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen.
Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Das ist Kacke. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Ich habe gerade vielleicht sinnlos Geld ausgegeben für ein Outfit, was ich jetzt geschenkt kriege, oder was? Das kostet mich nicht. Ist kostenlos. Hat einen Modplatz, aber keine Effekte. Ja, nein, ich will es nicht ausrüsten. Ansonsten hast du aber auch nur das, ja. Ich nehme auch weiter das mit der Platte. Noah Kriegerin schön und gut. Mir gefällt auch das Armteil übel. Aber... naja. Hat halt auch noch einen Modplatz. Also Nora Beschützerin ist... effektiver, sag ich mal. Effektiver. Ja, du hast auch eine Gratisprobe für mich. Das ist nett. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Also vielleicht sollte ich mir ein schönes Fels und mich einkuscheln. Ja, such dir mal ein hübsches Fell und kuschel dich ein. Ja? Ich könnte noch ein Bierchen. Trainingsattrappe. Oder zwei. Lagerfeuer. Drei. Ja, kipp rein. Kipp rein. Nur zu. Ich lasse mir von den ungläubigen Karte doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Mhm. Zweimal am Tag die Wache. Okay, Kisten scheine ich alle zu haben. Wäre wohl mal ein guter Moment für eine Speicherung. Sehr schön. Und dann gehen wir da mal hoch. Ich bin ja gewappnet, denke ich. Schätze ich. Vermute ich. Hoffe ich. Der Teil ist klasse. Mhm. Mein Teil ist auch klasse. Entschuldigung. Da oben. Kaja, unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Kaja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey! Erleuchtet, haltet. Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja.
Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Mhm. Ein Fokus. Lassen wir den ungläubigen Kater doch nicht das Fest verderben. Was sollten Sie denn auch anstellen? Die Karja bei euch sind. Wie soll ich mich anstellen? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Da eure Nachkommen heute die Reihen eurer. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht so ungut. Dir steht er toll. Ja, ganz schön. Was für eine Rede. Schöne Rüstung, Olin. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay. Was für eine Rede. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Mhm. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ach, warum? Rote Raubzüge. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Mhm. Schwester? Meine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha,
Entführt, ja, aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Okay. Wie endeten die Raubzüge? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen, sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Das klingt eigentlich sogar gut. Osseram, Freibeuter. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge: streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Störung. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Nochmal Störung? Okay. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann es war schwer, sie zu... Aber dann kam und jetzt noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, als ob das noch nicht ausreicht. Wie der Sägezahn? Ja, Und wie kommt... Das weiß niemand. Ja, okay. Ja, jetzt ist ausgegraut. Obwohl es derselbe Text war. Ja, okay. Die Karja. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Hä, Meridian? Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Okay, zurück. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, Aufprall geschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher.
Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ja. Odin. Ja, kommen wir nochmal zu Odin zurück. Erzähl mir mehr über Odin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau... Ich kenne ihn ein paar Jahre. Ja, okay. Hatten wir ja schon. Okay, ich sollte zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und... Ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Hat an meinem Charme, hat er dann doch direkt einen Namen gefressen. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben.